Hallöchen, ich bin Gango Gaming von den Night Shift Boys. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Summer in Mara. Wir machen genau da weiter, wo wir aufgehört haben. Stehen scheinbar auf dem Dach wieder und es ist Nacht. Und Koa hat direkt eine Frage. Was ist das dort am Strand? Vielleicht ein Schiff? Oh, geh zum Strand und finde heraus, was es mit dem hellen Licht auf sich hat. Oh, da bin ich doch mal gespannt, was das ist. So, unser Hunger sieht soweit ganz gut aus. Die Karotten brauchen noch ein bisschen. Dann wollen wir doch mal am Strand vorbeischauen. Meint sie da? Da ist doch jemand im Wasser. Können wir da hinschwimmen? Was ist das? Oh, was für ein schönes Licht. Komm, Lichtlein, komm her zu mir. Hab keine Angst. Hast du dich verirrt? Kann ich dir helfen? Komm nur, sei nicht schüchtern. Es ist weg. Aber wo ist es hin? Ich wette, Nio und Nao wissen etwas über das Licht, das ich letzte Nacht gesehen habe. Von da oben sehen sie alles. Allerdings sollte ich ihnen etwas zu essen mitbringen. Ich hoffe, einige Orangen reichen. So, Nio und Nao haben wir im Prolog auch schon gesehen. Gut, ich würde sagen, wir ernten mal erstmal die Karotten. Und dann gehen wir schauen, wo wir die Orangen pflücken, ne? So. Können wir denn irgendwas einpflanzen? Wir haben scheinbar keine Karottensamen, wie es aussieht. Nee. Ich guck noch mal im Inventar nach. Nee, wir haben tatsächlich keine Karottensamen mehr. Das heißt, ich nehme die einfach mit und dann sollte das ja passen. So, dann sammeln wir doch hier noch mal Orangen. Wenn der Baum doch praktischerweise hier schon steht. Und auf dem Weg zu den beiden können wir dann auch noch die anderen Bäume abklappern. Ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, wie viele Orangen die wollen. Steht da auch nicht. Dann besser zu viel als zu wenig mit haben. Plus, wir müssen ja auch was essen. Schlecht wird es jedenfalls nicht. Ich frage mich aber wirklich, wo Haku hin ist. Die alte Dame, die uns ja scheinbar gefunden hat im Wasser. Denn von der war ja bisher noch keine Spur, seit der Prolog vorbei ist. Dann mache ich mir Sorgen, dass irgendwas passiert ist. Ich hoffe nicht. Dann sind wir oben angekommen. Ah, die haben da auch eine Schale liegen. Da können wir bestimmt eine Orange reintun. Ja. Perfekt. Ich hoffe, ihr mögt sie. Ihr seid nicht sehr gesprächig, oder? Nio, Nao, ich mache mir Sorgen. Ich habe ein Licht mitten auf der See gesehen. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber vielleicht ist es nichts Gutes. Ich hoffe, ihr haltet von hier oben Wache. Wenn ihr etwas seht, dann wisst ihr, was zu tun ist. Aber jetzt sollte ich das Feuer machen. Es wurde schon lange nicht mehr angezündet. Okay, dann sollen wir das Feuer anzünden. Haben wir die Fackel denn noch? Sieht jetzt nicht so aus. Doch, haben wir noch. Dann können wir das Feuer doch ganz schnell von hier oben aus anzünden. Fertig. Bestimmt könnt ihr jetzt alles besser erkennen. Es ist lange her, dass ich die Flamme entzündet habe. Ein neues Bauelement. Feuer. Sehr schön.
Okay, haben wir denn irgendwie noch was zu essen oder zu trinken dabei? Ja, wir haben noch die Säfte. Perfekt, dann geht's uns doch gleich wieder besser, wenn der Magen voll ist. So, was sollen wir denn jetzt machen? Okay, etwas sehr Interessantes wird bald passieren. Das heißt, ich denke mal, wir können ein paar Bäume fällen, noch ein bisschen sammeln. Wenn wir dann schlafen gehen, kommt bestimmt das nächste Ereignis. Dann schnappe ich mir doch mal die Axt und gehe ein bisschen arbeiten. Da sind wir auch schon wieder zurück. Ich habe den Tag genutzt und einfach ein bisschen Holz und hier und da ein bisschen Erz und Steine gesammelt. Ein paar Orangen, habe ein bisschen Essen gekocht und jetzt ist es auch schon 9:30 und ich würde sagen, Zeit ins Bett zu gehen. Da ist schon wieder dieses Licht. Diesmal scheint es näher zu sein. Ich werde es mir anschauen. Okay, wir haben jetzt also eine Stunde geschlafen und das Licht ist wieder da. Dann gehen wir doch mal hier den schnellen Weg zum Strand. In der Hoffnung, dass es keinen Fallschaden gibt. Gut. Dann wollen wir doch mal näher an das Licht heran. Lichtlein, Lichtlein. Komm, bitte. Ich will dir helfen. Du hast dich bestimmt verirrt. Sonst kommt niemand so nahe an diese Insel. Lichtlein. Puh, was für ein launisches Licht. Naja, ich gehe besser schlafen. Gut, das Licht ist also ein bisschen näher gekommen. Und wir haben den nächsten Tag. Das heißt, wir können wieder fleißig sammeln. Dann wollen wir doch mal auf große Tour gehen. Ich hatte überlegt, ob ich den Hühnerstall bauen kann, aber dafür brauchen wir Nägel und Bretter und da wissen wir leider noch nicht, wie wir die machen können. Wir könnten mal gucken, wie das mit dem Feuer ist. Das Feuer, da brauchen wir Kohle. Da habe ich bisher auch noch keine gefunden. Das wird sich dann wohl erst zeigen, wie wir das machen. Ich glaube auch nicht, dass hier groß was nachgewachsen ist. Aber ich habe hier auch noch zwei neue Bäume gepflanzt, weil ich ein paar Pinienkerne gefunden habe. Damit uns die Bäume auch nicht ausgehen. Und wir haben ja gelernt, wir sollen Macha zurückgeben, was Macha uns schenkt. Und da wollen wir uns natürlich auch dran halten. Ja, hier im Tunnel findet man eigentlich immer ganz gut Stein und Erze. Wobei das mit den Erzen halt eine kleine Wahrscheinlichkeit ist, dass man die bekommt. Ich denke mal, wenn der Hammer später besser wird, kriegen wir da auch mehr. Oh, ich weiß gar nicht, ob hier noch irgendwas ist. Okay, die Blumen können wir nach wie vor nicht pflücken. Hier war ja eigentlich der Treibstoff. Aber da fließt jetzt auch nichts mehr runter. Dann würde ich sagen, ich schaue mich weiter um und du bist wieder dabei, wenn es weitergeht. So, ich bin den Strand so ein bisschen lang gelaufen, war auch einmal da hinten kurz gucken, aber hier war jetzt so nichts Besonderes. Und auf meinem Rückweg habe ich dann gesehen, da wartet jemand auf dem Felsen im Teich.
Dann gehen wir doch mal Hallo sagen. Wer bist du? Kommen wir da hoch? Hallo? Bist du das Lichtlein von gestern? Hast du dich verirrt? Vielleicht verstehst du mich nicht. Bist du ganz alleine? Hast du Hunger? Natürlich! Keine Sorge, ich bring dir einen köstlichen Saft. Bitte verhungere nicht. Ich bin gleich wieder zurück. Bring der Kreatur etwas Orangensaft, da müssten wir sogar welchen dabei haben. Hier. Ich hoffe, er ist nicht zu sauer. Jaja hat immer ein paar Zuckerwürfel hineingeworfen, aber ich habe leider keine mehr. Brauchst du noch etwas? Na, wie süß. Kannst du sprechen? Na komm, versuch's mal. Sag Koa. Ich bin Koa. Vielleicht verstehst du mich nicht. Du verstehst mich, da ist toll. Wir müssen einen Weg finden zu kommunizieren. Ich hab's, du könntest etwas malen. Weißt du, wie man malt? Wenn ja, lächle mal. Irgendwo auf der Insel müssen meine Wachsmalstifte sein. Vielleicht sind sie in Jajas Truhe. Ich weiß, dass ich nicht darin herumwühlen sollte. Andererseits ist das hier ein Notfall. Ja, dann geht's doch jetzt. Passiert ja auch mal was. Ach, Napopo hieß das Wesen, glaube ich. Das ist ja schon süß. Aber schade, dass wir offensichtlich nicht dieselbe Sprache sprechen. So, dann gucken wir doch mal in die Truhe rein. In der Truhe sind viele Bilder, die ich gemalt habe. Und altes Zeug. Hier sind ein paar von Jajas alten Notizen. Hier hat sie eine Adresse und einen Namen aufgeschrieben. Saimi, Leuchtturm von Kelis. Ich habe den Namen noch nie gehört. Hier sind noch mehr Namen, aber sie wurden durchgestrichen. Pa, egal. Mal sehen. Ah, hier sind die Wachsmalstifte. Jetzt muss ich noch eine Tafel anfertigen, auf der man malen kann. Vielleicht aus einer Holzplanke. Oh, wir haben jetzt gelernt, wie man Bretter macht. Und müssen eins. Gut, dann stellen wir das Holzbrett doch mal her. In die Werkstatt. Ein Brett. So, das hätten wir, genau. Dann haben wir jetzt alles zusammen, was wir Napopo bringen sollen. Aber leider ist die Zeit für heute auch schon rum. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr wisst, wie der Hase hier läuft. Drückt all die Knöpfchen, die sich drücken lassen. Würde mich super freuen. Und dann bis zur nächsten Folge, wenn wir schauen, was Napopo uns so malt. Bis dahin, tschüss.